Für den Standort Salzburg spricht eindeutig, dass Salzburg eine kleine, aber feine Stadt ist. Das Institut hier in Salzburg ist ja sehr klein und damit auch sehr familiär, wenn man es so nennen will. Also man kennt sich gegenseitig, man kennt die Studierenden, man kennt die Professoren und wird auch gekannt. Unter anderem erleichtert die geringe Größe des Instituts den persönlichen Kontakt zwischen Studierenden und Lehrenden. Die Büros befinden sich nämlich auch auf dem gleichen Stockwerk in unmittelbarer Nähe unseres Seminarraums, in dem fast alle Lehrveranstaltungen abgehalten werden. Wir als Studenten schätzen es sehr, dass bei uns die Praxis und die Theorie miteinander verbunden werden. So stehen auch in Lehrveranstaltungen des Öfteren gemeinsame Ausflüge ins Museum der Moderne beispielsweise auf dem Programm. Also wenn man Musik und Tanzwissenschaft studiert, wird man ja eigentlich meistens immer gleich mal gefragt, was für ein Instrument man denn spielt oder was man denn tanzt, was jetzt beides nicht unbedingt was mit dem Studium zu tun hat, denn das Studium ist grundsätzlich theoretisch ausgelegt und nicht praktisch. Ja, sowohl bei der Musik als auch bei der Tanzwissenschaft finden hier im Haus regelmäßig verschiedene Workshops und Symposien statt, auch unter internationaler Beteiligung. Und das ist natürlich nicht jetzt nur interessant für die Studierenden, hier als Zuhörer dabei zu sein, sondern es gibt eben teilweise auch die Möglichkeit, dass unsere Studierenden direkt Teil davon werden, auch als Vortragende und Beiträge dazu leisten. Und ist natürlich eine sehr spannende Möglichkeit, auch selbst schon mal eigene Schritte auf dem Forschungsparkett zu unternehmen. Unter anderem gibt es die Tanzinitiative, die vor einigen Jahren von engagierten Studierenden ins Leben gerufen wurde, die ebenfalls auch die wöchentlichen Treffen initiieren und konzipieren. Ja, wir sind ja hier eine überschaubare Abteilung bei der Musik- und Tanzwissenschaft, das aber sicher den Vorteil hat, dass man sich einfach gegenseitig kennt, die anderen Studierenden, man kommt einfach furchtbar leicht auch in Kontakt mit Kommilitonen. Und ja, wir feiern auch ab und zu gerne, also wir organisieren gerne innerhalb unserer Studienrichtung gemeinsame Weihnachtsfeiern oder feiern zum Semesterende hin Veranstaltungen rund ums Jahr. Warum habe ich angefangen, Musik- und Tanzwissenschaft zu studieren? Für mich persönlich war immer klar, dass ich ein geisteswissenschaftliches Studium anstreben möchte. Ich persönlich bin nach Salzburg gekommen, eigentlich nur wegen dem Studienangebot, also wegen der Tanzwissenschaft, die es sonst eigentlich nirgends gibt im Bachelor. Ich habe dann hinterher festgestellt, dass Salzburg auch eine super schöne Stadt ist und auch die Uni sehr schön ist und neu und so. Im Studium der Musik- und Tanzwissenschaft lernt man, den wissenschaftlichen Anforderungen entsprechend zu argumentieren und zu reflektieren. Bei kleinen Studierendenzahlen in den Lehrveranstaltungen ergibt sich auch eine sehr freie und offene Diskussionskultur, die ich sehr schätze. Das Studium Musik- und Tanzwissenschaft würde ich jedem empfehlen, der sich für Theater, Musik, Film, Fernsehen, Medien, Choreografien, Inszenierungen etc. interessiert. Es wird hier tatsächlich relativ viel Wert auf Theoriebildung gelegt, also dass man selbst Dinge, auch neue Dinge betrachtet und sich selbst Gedanken dazu macht, wozu es auch dann wenig Literatur mitunter gibt. Das kann für manche ein Problem sein, die gerne was haben, worauf sie aufbauen. Es ist aber auch gleichzeitig eine Chance, dass man, also gerade in der Tanzwissenschaft, die relativ jung ist, sehe ich es als große Chance, dass man Themen bearbeiten kann, die man als quasi Erster bearbeitet. Ein hohes Maß an Eigeninitiative und Engagement ist für das Studium definitiv erforderlich. Es zahlt sich jedoch dann jede Bemühung aus, vor allem letztendlich durch die persönliche Unterstützung, die die Studierenden von Seiten der Lehrenden erfahren dürfen.